Paul war neulich mit Momo auf einer Ballonfahrt und hat darüber geschrieben. Doch dabei hat er etwas vergessen. Kannst du Paul helfen, die richtigen Satzzeichen zu setzen? Satzzeichenübung. Mach mit! Schauen wir uns die Sätze mal einzeln an. Neulich haben Momo und ich den Heißluftballon repariert. Dies ist eine Aussage. Welches Satzzeichen musst du am Ende setzen? Am Ende einer Aussage setzt man einen Punkt. Endlich konnten wir wieder damit fliegen. Welches Zeichen passt hier? Auch dieser Satz ist eine Aussage. Man setzt also einen Punkt. Weil es eine nachdrückliche Aussage ist, kannst du hier aber auch ein Ausrufezeichen setzen. Denn Paul freut sich sehr, endlich wieder mit dem Ballon fliegen zu können. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!